Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute steht ein bisschen was an und ich dachte, da kann man auch mal wieder die Kamera in die Hand nehmen. Ich fahre dann nämlich gleich in die nächstgrößere Stadt bei uns und habe endlich meinen nächsten Piercing-Termin. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei meiner Piercerin muss ich 2-3 Monate auf einen Termin warten. Und zwar lasse ich mir heute das Medusa Piercing stechen. Das hört sich ja schon mal sehr, 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 sehr toll an. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, schmerzhafter als das wird es nicht. Ich glaube, das wird sehr angenehm heute. Und werde bei der Gelegenheit noch so 2-3 Kleinigkeiten mit besorgen. Die kann ich euch ja dann noch mit zeigen. Und dann heute Abend habe ich wieder Buchclub-Treffen. Auch da können wir dann ein bisschen noch drüber schnacken. Ich ziehe mich jetzt erstmal um, zeige euch jetzt gleich mein Outfit für den Tag. Also das Wetter ist wieder zum Davonlaufen. Wir hatten jetzt 3 Tage Sonnenschein. 3. Und jetzt haben wir wieder 2 Tage lang diesig, neblig. So, deswegen Farbe. Ich liebe den Pullover. Ich habe den Second Hand bei Vinted dieses Jahr geshoppt und ich liebe den. Die Farbe ist einfach totgeil. Die ist einfach total toll. Und, warte, wenn ich euch jetzt eine Etage tiefer stelle. Und das ist ja eine meiner liebsten Hosen. Und so gehe ich mir jetzt das da. Das sind so süße Beispiele meines Alltags. Das ist ein Luftballon, in dem nicht mehr viel Luft drin ist. Mit dem die Katzen jetzt spielen. Ich mache jetzt los. Und wenn ich wiederkomme, habe ich ein Medusa-Piercing. So, ich habe jetzt erstmal ein kleines Einhorn im Gesicht. Weil der Stab noch relativ lang ist. Weil er das sein muss, weil das die nächsten Tage hier anschwellen wird. Und dann brauche ich das. Kann das aber in 2 Wochen schon kürzer machen und wechseln lassen zu dem, wo ich dann endergebnismäßig auch hin möchte. Ich war noch bei Action Farben holen und bei DM. Da kann ich euch ja mal kurz ein bisschen was noch mit zeigen. Ich habe nämlich gestern Abend eine neue Leinwand begonnen und hatte eigentlich ein Farbkonzept im Kopf. Hätte diese Farben aber nicht zu Hause gehabt, bin deswegen heute zu Teddy. Und die hatten auch nicht 100% die Farben, die ich wollte. Und deswegen dachte ich, ach komm, dann gehe ich von meinem Original-Farbkonzept einfach komplett weg. Ich habe mir das jetzt beides zusammengestellt. Ich glaube, das wird sehr cool am Ende. Dann war ich halt, wie gesagt, bei DM. Da habe ich mir das geholt, was ich immer benutze. Das, das und das. Und dann hat Svea ja bald Geburtstag. Und wir holen erst tatsächlich am Tag das große Geschenk, weil das was Großes, Teures ist. Und sie hätte normalerweise dann eigentlich morgens halt nichts gehabt. Jetzt habe ich nur so ein paar Kleinigkeiten geholt, die quasi so oder so gebraucht werden oder gerne gewollt sind, dass sie so ein paar Kleinigkeiten hat, über die sie sich dann am Geburtstagsmorgen trotzdem noch freuen kann. Aber sie weiß, dass wir dann halt fahren und ihr eigentliches Geschenk erst kaufen. So, ich habe jetzt gerade schnell noch den Thermomix Essen kochen lassen. Für mich und das große Kind. Das wird nämlich jetzt gleich nach Hause kommen. Und dann müssen wir jetzt schnell was essen. Und dann zur Therapie. Und nach meiner Therapie gebe ich dann noch einen Kurs. In einer Schule freue ich mich schon sehr drauf. Wie immer, jede Woche. So, ich bin wieder zu Hause und wisst ihr, was ich jetzt machen muss? Ich mache jetzt diese ganzen Spinnweben weg. Wir haben so viele Spinnweben und dementsprechend natürlich auch immer mal wieder sehr große Spinnen. Das ist eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn man viele Spinnen hat. Ich weiß gar nicht, ob man sowas hier noch kaufen kann. Ich leihe mir das immer bei meiner Mutter aus. Das ist, glaube ich, noch aus DDR-Zeiten. Naja, Hauptsache, es hilft mir jetzt hier. Ich zeige euch ja immer gerne, was ich aktuell lese. Gerade ist es von Theresa Simon, die Fliedertochter. Ist ein sehr untypisches Buch für mich, aber ab und an lese ich das immer mal wieder gerne. Ich bin da drauf gekommen, weil das Buch, was wir für unseren Lesezirkel heute gelesen haben, war Ein neues Blau. Spielte zu Zeiten des Nazi-Regimes. Und dann wurde mir Theresa Simon empfohlen, die ähnlich schreibt wie eine Autorin, die ich sehr mag.
und auch Bücher zu dieser Zeit schreibt. Und ich finde noch wichtig, also ich finde das sehr belastend thematisch, keine Frage, aber ich finde es gerade jetzt wieder so wichtig, dass wir solche Bücher lesen und uns in Erinnerung rufen, was damals passiert ist und wie sich das für die Menschen angefühlt hat, wie das für die Menschen war. So, ich fahre jetzt zu meinem Leseclub-Treffen. Freue mich da schon sehr drauf, wie schön es einfach ist, einfach Menschen zu treffen, die ähnlich lesebegeistert sind und aber auch so komplett neue Genres und Thematiken für sich zu entdecken. Oder eben auch nicht. Man kann ja auch einfach, wenn man sich entscheidet, das Buch nicht mitlesen zu wollen, mit hinsetzen und mit zuhören, mit diskutieren. Und ja, da freue ich mich jetzt gleich auf 1,5 Stunden schönen Austausch. Bin wieder zurück und ich habe vorhin im Auto festgestellt, dass das eine ganz erfolgreiche Woche war. Ich hatte mir Ende letzten Jahres, ich glaube so im Oktober, eine Wunschliste mit einer Freundin zusammen erstellt, wo wir überlegt haben, das und das wollen wir erleben, das und das wollen wir machen, da wollen wir uns mehr verwirklichen, keine Ahnung. Und ich habe in den letzten 4 Tagen 3 Dinge von dieser Liste gemacht. Ich war am Samstag bei einer Burlesque-Show. Ich habe mir heute ein neues Piercing stechen lassen. Und ich war heute beim Buchcafé, denn eins auf meiner Wunschliste war, ganz, ganz regelmäßig zu lesen und sich über Bücher auszutauschen. Und da ist sowas ja so ein Lesekreis prädestiniert dafür. Und das wollte ich nochmal so sagen, das fand ich nochmal schön, so diesen Gedanken heute, dass ich da schon ganz viel von meiner Liste verwirkliche und in mein Leben hole und realisiere. Genau, und damit verabschiede ich mich heute von diesem Vlog und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.